Ich habe mich mit der Frage befasst, ob unser bestehendes Haftungsrecht den digitalen Neuheiten gewachsen ist. Im Kern wollte ich eigentlich wissen, ob die Ersetzung von Menschen durch digitales System im Zuge der Technisierung Haftungslücken herbeiführen könnte und wie diese sich schließen ließen. Konkret ging es mir um die Frage, ob die Rechtsfigur der Erfüllungsgehilfenhaftung, also die Idee, dass derjenige, der arbeitsteilig Personen, Menschen beizieht und für deren Fehlverhalten einstehen muss, auch auf digitale Systeme übertragen werden könnte. Wer sich also Roboter und Softwareagenten bedient, um seine Aufgaben zu erfüllen, müsste haftungsrechtlich doch gleichermaßen hierfür einstehen.